willkommen zurück zu Starbound. Ja. Beim fröhlichen Treppenhausbau Richtung Orbitalstation. Genau. Und ich begrüße Heidi. Hallo. Es hat sich... Sarah, lass das. Mach diese Dreckhaufen woanders hin. Okay. Das meine ich jetzt ernst. Mach dir... Nein. Komm wieder runter. Nein. Mach dir ein Loch durch die Wand und geh außen hoch. Nein. Ich schmeiß dir jetzt meinen Dreck zu. Ja, eben. Immer diese Scheiße hier. Ich schmeiß dir jetzt meinen Dreck zu. Oh, ein Grummelbärchi. Ja. Du hast mal wieder meine Geduld überstrapaziert, kleine Frau. Ich bin gleich groß wie du. Ja, wahrscheinlich noch größer. Wahrscheinlich noch größer. Das weiß ich nicht. Groß bist du denn? Ich bin 1,75, aber laut meiner Ärztin bin ich geschrumpft. Was? Hier ist gerade schlagartig dunkel geworden hier in dem Tunnel. Ja, es ist Nacht. Liebe Leute, was ich eigentlich sagen wollte, bevor mich diese Frau mit ihrem verdammten Dreck wieder abgenervt hat. Diese Frau. Ja. Anwesend. Wer so eine Frau hat, braucht keinen Kerl. Ja, ich wollte mal... Hallo. Hallo. Ich wollte mich entschuldigen. Wieso? Weiß ich auch nicht. Es kommt so selten vor, dass ich mich entschuldige, dass mir meistens der Grund wieder abhanden kommt. Nee, wollt mich entschuldigen, weil wir euch jetzt halt doch wieder genau mit den gleichen Bildern traktieren, die wir das letzte Mal aufgehört haben. Mario, ich lass die anderen Dreckding stehen. Ich komm gerade nicht mehr ran. Was? Ich lass die einen so einen Dreckhaufen stehen. Ich komm gerade nicht mehr ran. Aha. Das ist zu weit unten. Aha. Bitteschön, ich schenk dir Dreck. Du triffst mich nicht. Ja, dass wir euch jetzt leider hier wieder dieselben Bilder zeigen, wie das lädt. Kommst du mal vorbei? Ja, ich wollte dich mal besuchen. Wie das letzte Mal, aber so ist das nun mal jetzt. Das ist jetzt halt, Du Arschloch. Das ist jetzt halt nun mal, Teil... You got no energy. Teil unseres, du hast ja auch bald keine Energie mehr. Ich weiß. Deshalb lasse ich jetzt meine Dreckbatzen stehen. Bitteschön. Batzen? Ist das nicht ein älterer Begriff, der irgendwas Spezielles zum Ausdruck bringt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. So keine Mengenangabe, sondern mehr so... Das kenne ich aus irgendeinem Märchen. Erfand er da-da-da-da-da und da-da-da-da-da und lauter Batzen. Keine Ahnung. Naja, egal. Ha, ich bin wieder auf der Höhe. Kann ja vielleicht jemand... Kann ja, bist wieder auf der Höhe, ja? Ich bin wieder auf der Höhe, an der ich bauen kann. Der Sand macht extrem nervige Geräusche, wenn man drauf hüpft.
Schon fast so, wie wenn man auf die Knochen da drauf hüpft. Weißt du, was der Sand auch macht? Eben nervige Hindernisse zu hinterlassen werden. Und ich würde dich bitten, nicht mehr in den Hintergrund zu setzen, weil ich mich dadurch nämlich sehr viel öfter mit meinen Treppen hier verbaue. Okay. Weil wo kein Hintergrund ist, da kann ich sie nur an die Reihe setzen. Aber wenn da Hintergrund ist, dann kann ich sie überall hinsetzen und dann sehr viel komplizierter Arbeit. Gut, dann baue ich mich einfach hoch. Aber was du schon mal auch eventuell machen kannst, da wo jetzt schon Holz du jetzt platziert hast, da könntest du schon mal die Fenster einbauen. Fenster? Er hat was von Fenster gesagt. Ich jetzt? Finde ich nicht gut. Dachte so an Fenster, so alle. So jedes dritte Treppenstufe. Wieso Fenster? Du siehst doch außenrum alles. Ich fange mal mit farblichen Markieren an. Ich mach mal ganz unten rot. Ganz unten rot? Jo. Ich würde nur gerne. Ganz unten wollte ich lila, passend zum Boden. Ja, aber rot ist so die Warngrenze. Ja, das heißt ja aber nicht, man das rot bis nach ganz unten machen muss, wenn du die Warnung, die rote Warnung quasi ignorierst. Dann nützt dir das ganz unten ja auch nichts mehr. Also, du weißt, dass wir dann die Treppen mit einfärben, was dann da einfach alles pink ist. So pink. Es gibt kein lila. Pink. Du wolltest das farblich passend haben, jetzt wird's pink. Stimmt, das ist mir so ein Pink. Naja, egal. Und wie viele Treppen mache ich dann immer pro Farbe? Eins, zwei. Ja, einfach mal, es dreht sich jetzt. Aua, nur um ganz unten. Vier. Ich mach vier. Immer vier. Es wird bunt. Ja, die rote Phase. Müssen wir wohl breiter machen wie vier? Vier, okay. Bin eins, tot. Zwei. Drei. Ich finde das immer so geil, wenn er dann nochmal so ein der Charakter nochmal so einen Todesschrei macht, während man bereits am Regenerieren ist. Während man bereits am Wiederbeleben ist. Also soll ich die jetzt doppelt so lang machen, oder? Ja, Mama, die rote Phase, locker 8. 5. 6. 7. Was kommt danach? 8. Farblich. 8. Mario, vielen Dank für die. Danach kommt Blau. Habe ich jetzt entschieden. Ich dachte, das wolltest du wissen, weil du bist doch nicht so gut in Mathe. Du, ich bin besser in Mathe als du. Warum fragst du dann, was nach 7 kommt? 3. Ich hab gefragt, was nach Rot kommt. 4. Du hast gesagt 5, 6, 7 und was kommt dann? Schnauze. Ja, keine Ahnung. Mach, was weiß ich, Blau. Schon fertig. Du such dir mal aus. Blau, mir egal. 1, 2. 3. Hier.
Oder sollen wir Stockwerkszahlen mit reinschreiben? Ja, können wir gerne machen. 1, 2... 3... Jetzt auch an der bin jetzt auch an der auf der, dieser Sonnenhöhe. Ja, irgendwie auf der Sonnenhöhe ist dann schon Mond in der Nacht, aber eben nicht tagsüber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das abgeschafft haben mit dem Erfrieren, wenn man die Atmosphäre dann tatsächlich verlässt. 1. Weil die hatten 2, da damit 3. ja quasi ein Stück Realismus mit eingebaut. Ja, vor allem dass so man eine da etwas physischere Grenze des Bebaubaren wurde wenigstens versucht zu kreieren. Also was? Also man ist da, glaube ich, erstickt. Mhm. Sei denn, man hatte den Helm. Und ja, gegen das Erfrieren konnte man, glaube ich, nichts machen, außer Tausende von Lagerfeuer zu plänten. Was halt auch ziemlich geil war. Was auch ziemlich kostspielig war. 1, 2... Gut. Weil diese alte Lagerfeuer... also die Technik, die wir da quasi entwickelt hatten, die war genial. Die habe ich bei unserem Feld ja auch wieder verwendet. Da hatte es allerdings die Beleuchtungs... also für den Beleuchtungseffekt habe ich das auch wieder so gemacht. Aber so hatten wir da oben gebaut. Es war extrem cool und extrem aufwendig. Schon alleine, wenn man bedenkt, wir haben denselben Weg gebaut wie jetzt. Bei allem, das ist eigentlich bescheuert von uns, dass wir den jetzt gleich nochmal bauen. Naja, um da halt hochzukommen, irgendeinen Weg müssen wir ja da oben sowieso hinmachen. Ja, irgendwie also müssen wir ja so oder so hochkommen. Ja, nee, also warum nicht so? Ich meine, klar, wir hätten jetzt noch können, einfach so in der Springen- und Platzieren-Methode einfach machen können bis ganz nach oben und dann direkt einen Spawner klatschen. Aber... Das wären dann nicht wir. Okay. 1, 2, 3, 4. Und ja, ich übe gerade die ganze Folge bis 4 zu zählen. Das bleibt nicht aus, sowas. Ich bin wieder bei Rot übrigens. Oder soll ich Rot den restlichen Turm dann lassen? Ja, würde ich schon sagen. Okay, dann machen wir mit Blau weiter. Uno, due. Welche Sprachen können wir denn noch? Drei. So. Da ist 4. So, ich habe jetzt nur noch 100 Treppen. Dann habe ich jetzt schon einen ganzen Stack Treppen hier verdödelt. Ich muss sagen, wir sind doof. Ich habe auch noch ein paar Stacks Rainbow Wood auf Tasche. Ja, das können wir dann oben verbauen. Ich würde da jetzt... Mama, hat die sind noch alle hier! Wurdest du gerade angeschissen? Mario wurde angeschissen. Glaub's ja nicht. Oh, das war so lustig. Auf einmal fängst du an, das braun glänzt. Oh, wie und cool da fragt sich denn noch einer, ob ich, wieso ich da eventuell was gegen Vögel hab, ne? Also. Komm, stell dich nicht so an. Hat doch gut getroffen. Ich bin doof.
Wieso erschießt du mich? Mario? Wegen deinem Satz, er hat doch gut getroffen. Ja und? Ist doch schön. Der Vogel hat dir auf den Kopf geschissen. Was soll daran bitte schön sein? War gut gezielt, das ist mal ein Sniper. So. Ich hab's jetzt da nicht so mit Begeisterung. Nicht? Ja. Ich fand's toll. Also du, ja, dann nimm doch mal das nächste Mal dein Vogel mit in die Aufnahme. Das fänden alle anderen nicht toll. Warum wohl? Wegen der Soundqualität. Würde ich mal behaupten. Bin ja dafür, dass man das mal machen kann. Na, ich hoffe, dass man bis jetzt noch nicht allzu oft gehört hat während den Aufnahmen. Da kommt schon wieder so ein zweiköpfiger Mottentroll. Habe ich jetzt schon vier? Ja, 1, 2, 3, 4. Jetzt fangen wir wieder an mit Gelb. Warte, ich kann. Jetzt muss ich mich da wieder hochbauen. Hey! Ich hab dir nicht einmal Lava auf den Kopf gekippt, wenn du da unten warst. Hätte es oft tun können. Ich auch. Nee, ich hab keine Lava mit. Scheiße. Aber ich hätte einen holen können. Ja, vielleicht trollen wir uns heute mal nicht. Das war meine Sicherheitsplattform, Mario. Ist ja schon zu spät im Grunde, ne? Nee, das war meine Sicherheitsplattform. Das musst du akzeptieren. Weißt du, ich hatte hin und wieder Angst. Ob ich das so glauben soll? Ja, solltest du. Nach meinen Geräuschen, wie oft ich teilweise falle. Oh, wirfst du mir ein paar Steine an den Kopf hier gerade, ja? Ja, irgendwo müssen sie ja. Ich entferne gerade meine alten Sicherheitsplattform. Ja, passt schon, ne? Na! Ey, das ist echt ein undankbarer Job. Ohne Witz. So, ich hab mir jetzt mal ein paar tausend neue Treppen gemacht. Ich hasse diesen Turm. Ohne Witz, ich hasse ihn jetzt schon. Eine Katastrophe. Und deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal nächste Folge weiter. Und schauen. Oh, der hat mich auch angeschissen. Ja. Gut, alles klar, liebe Leute. Dann bitte, bitte, bitte schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei unserem kleinen Turmbau zu Babel Orbital Plattform Gedöns. Und lauschet unserem blöden Gelaber. Oh nein. Bis dahin. Tschüss. Ciao.